Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zurück zu Evolent 2. Wir sind dabei. Oh. Kann ich vor und zurück? Oh lol. Ich kann sogar rein. Nein! Hä? What the fuck? Okay. Wir müssen den Cherry hier fangen. Dafür müssen wir ihm hinterherkommen. Aber ich weiß noch nicht genau wie. Okay, nein. Naja, komm. Oh. Friendo. Na komm. So schwer ist das nicht. Ich hab ihn doch gehittet. Ich weiß es doch. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Oh, er hat mich getroffen. Er hat mich wieder gehittet. Kann nicht wahr sein. Ich bin runtergefallen. Nein, das wäre ein Speicherpunkt, ne? Naja, mein Friend. Komm ran, dich hole ich mir. Du hast mich zwar getroffen, aber ich hole dich trotzdem. Ich komme! Na, wo bist du? Komm ran. Okay, ja, es gibt Ventilatoren, in denen man springen kann. Das macht die ganze Sache natürlich schon einfacher. Oh, oh. Ich wurde erschlagen von der Kiste. Ich mag's gar nicht. Nee. Wieder erschlagen von der Kiste. Okay. Wie mache ich das am besten? Ergibt Sinn. Wir versuchen die andere Attacke nochmal. Unsere Kollegin. Die sogar die Zeit stoppen kann. Aha. Okay. Interesting, interesting. Oder Zeit verlangsamt. Whatever. Nein, ich bin nicht im Ventilator gehüpft, ne? Ätzend. Komm, Friendo. So, mein Friend. Zack. Zack. Hm? Oh, komm ich hoch? Da komm ich hoch. Ich krieg dich. Ich bin schon fast. Wo bist du? Neuer Speicherpunkt. Nein! Da geht's zwischen Häusern runter. Hab ich nicht gesehen, Mama. Oh, wir sind ganz unten. Ganz unten ist immer schlecht. Da kann man nämlich nicht mehr runter. Das gleiche Loch, ne? Na komm. Doch, ganz unten, ganz unten, ganz unten. Unten ist schlecht, Mama. Haben wir gerade schon gekriegt. Ja, ja, ja. Na komm. Oh oh. Ich muss von Ventilator auf Ventilator kommen. Okay. Okay. Was geht das? Ja. Mann, du kleiner Drecksack. Ja, wo bist du? Er trägt mich, aber er
Er schießt mich nicht mehr hoch. Ein Speicherpunkt. Jawohl. Okay, das sieht aus wie ein Bossfight. Jetzt, wo wir uns aufgewärmt haben, packen wir es an. Wusste ich doch. Na komm. Du kannst gar nicht schon lange, mein Freund. Ich habe noch 2 HP. Vielleicht kann ich es doch nicht. Ich melde mich dann mal tot, ne? Tschüss. So, wir nehmen mal unsere andere Begleiterin. Die hoffentlich ein bisschen mehr Damage macht. Na, was sagst du? Packen wir es an? Jawohl. Hä? Ich kann aber... Du willst mir jetzt nicht sagen, ich kann über deine Attacken nicht überspringen. Das ist nicht dein Ernst. Ich muss den doch ausweichen können. Schild habe ich keinen, nee. Wir benutzen mal nochmal unsere neue Begleiterin. Vielleicht ist sie da etwas besser mit. Natürlich nicht. Hallo! Das Kampfsystem ist ungewohnt. Ich habe gerade noch Cuphead gespielt, das heißt. Ich habe ein direktes Kampfsystem im Kopf gerade und nicht so was indirektes. Aber wenn ich springen drücke, braucht es eine halbe Sekunde oder so, bis er wirklich springt. Oh, das ist doch ein Jump'n'Run-Spiel und nicht so, ne? Ja, komm. Wieso hüpfst du über den Boden, als wärst du ein Hase, Mann? Was ist mit dir? Ja. Was? Was machst du da? Nein. Ich bin gerade wirklich noch in der mentalen Phase von Cuphead, in der ich X halte und versuche auszuweichen. Das mit dem Ausweichen funktioniert hier nicht wirklich. Auch wenn es das vermutlich soll. Kann nicht wahr sein. Ich habe gerade noch Cuphead gespielt. Hallo, ich bin allem ausgewichen, was kam. Alter, wie springt er denn? Okay, nee, ich krieg das hin. Ich bin ganz gelassen. Gelassen. Ja. Aber mich nicht voll. Wir kämpfen jetzt. Nein. Nein, nicht rein! Wie du Bälle schießt, das ist unglaublich unregelmäßig. Ja, komm. Jetzt hat er gerade 3-mal hintereinander so einen dicken Ball auf mich. Und springt in mich rein. Du hast kein System, Mann! Ich bin Cuphead gewohnt, Mann. Jeder Boss hat ein System. Die
Wieso bist du so schnell? Ich kann diesen Dreier-Kombination nicht ausweichen. An den Spot, genau an den Spot, an dem ich ausweichen muss, springt er hin. Wie soll ich das denn machen? The fuck? Verstehe ich? Ja, ja, komm, laber mich nicht zu. Ich hab's verstanden. Wir kämpfen jetzt, Mama. Hey! 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 Nee, nicht bewegen geht auch nicht. Das ist gerade irgendwie viel zu hoch für mich, ich weiß auch nicht warum. Können wir da reingehen? Ich muss ihn bekämpfen. Hey! Das ist so. Dieses Kampfsystem ist so ungenau. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich komme nicht drauf klar, dass er einfach irgendwo hinballert. Er schießt drei Kugeln. Die drei Kugeln gehen immer anders von ihm weg. Und immer irgendwo anders ist eine Lücke. Und in die Lücke springt er dann rein. The fuck? What the fuck? So, ja, das war okay. Hier, diese einzelnen und da drum hüpfen. Okay, aber die drei, du kannst dich doch nicht ausrechnen. Du siehst doch nicht, wo die Lücke kommt. Und die Dinger fliegen ultra schnell. Hier wieder die drei. Ich kann nicht ausweichen. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Boah, das ist gerade ein richtiges Cuphead-Feeling. Immer wieder eine Bossreihe. Immer wieder. Und du kommst einfach nicht durch. Aber ich muss ja auch auf eine gewisse Distanz rein. Wir sind ja im 2D-Universum. Und ich muss ja die Kampfdistanz haben, um... Kann ich in die Ecke reingehen? Das ist nicht euer Ernst, oder? In der Ecke stehen bleiben ist das Lösel des Rätsels Lösung. Das Löselsrätsel, ja. Tut mir leid, Plum. Kann ich ihn jetzt erschlagen oder so? Geht mir richtig auf den Sack. Ihr seid stark. Achso, ja, in der Ecke stehen können nicht viele, ne? Vielleicht könnt ihr ihn aufhalten und vor seinen eigenen Wahnsinn bewahren. Plum und ich waren einfach nicht stark genug. Helft ihm. Er ist ganz allein. Ist jetzt tot? Okay. Adios. Boah. Dieser Kampf, ne? Der ging mir schon ganz gehörig auf die Eier. Die anderen beiden sind entkommen. Wir müssen sie finden. Sie sind vermutlich über alle Berge. Wenn wir die große Katastrophe aufhalten wollen, müssen wir sie finden. Ich kann es immer noch nicht fassen. Wenn es stimmt, was sie behauptet, was kann eine solche Explosion verursachen? Dafür wäre eine gewaltige Menge Energie nötig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was meint ihr, Valle? Ja. Im Ernst? Also ich zähle auf euch. In Genua werden wir vermutlich keine Hinweise finden. Wir sollten woanders suchen. Das ergibt Sinn. Okay, wir haben eine Kiste mit einem Stern vermutlich. Grüne Pompe. Was ist das?
Hier geht auch nichts kaputt. Jawohl. Wir haben hier gekämpft, ne? Ja, hat er einfach nicht gehört. Da ist mir wieder mein Handy aus der Hosentasche gefallen. Ja, moin. Egal. So. Wir müssen woanders als Genua suchen. Das heißt, wir gehen wieder aus der Stadt raus. Bisschen Rasen mähen. Kann ja nicht schaden. So. Aber das sehen wir dann erst in der nächsten Folge von Evoland 2. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch der Kampf gegen Plum gefallen hat, Cherry. Gegen Cherry gefallen hat, war eine rote Mütze. Lasst doch einen Daumen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.